Viele sagen, Smartphones werden immer langweiliger. Die Industrie sucht deswegen händeringend nach dem nächsten großen Schritt. Das Ergebnis? Faltbare Smartphones. In den letzten Jahren kamen mehr und mehr davon auf den Markt, aber sind sie wirklich sinnvoll? Und wenn ja, welcher Formfaktor ist am besten? Das wollte ich testen und deswegen hieß es 3 Monate, 3 faltbare Smartphones. Ich finde, es gibt aktuell 3 marktreife Formate faltbarer Smartphones. Das im Hochformat öffnende Fold, das im Querformat öffnende Fold und das kleine Flip. In jeder Kategorie habe ich mich für das meiner Meinung nach beste Modell entschieden. Bedanken möchte ich mich bei Kilian von einer Review, der mir das Samsung Galaxy Z Fold 4 zur Verfügung gestellt hat, bei Google, die mir das Pixel Fold zur Verfügung gestellt haben, sowie bei Motorola, deren Razr 40 Ultra ich ebenfalls für einen Monat testen durfte. Ich kennzeichne das Video deswegen als Werbung, aber ohne all das wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen und jegliche Urteile sind selbstverständlich meine eigenen. Warum aber diese Geräte und warum habe ich sie in dieser Reihenfolge getestet? Anfangen wollte ich mit dem Galaxy Fold, weil es der heftigste Schritt von einem normalen Smartphone, in meinem Fall dem Pixel 7 Pro, zu einem Foldable ist. Denn das Galaxy ist nicht nur faltbar, sondern es ist auch das Foldable, das am ehesten ein Computer sein will. Einige von euch fragen sich wahrscheinlich, warum ich nicht das neuere Z Fold 5 getestet habe. Und ja, das ist nicht optimal, aber ich hatte zu Beginn meines Tests leider nur Zugriff auf das Fold 4 und die kleinen Verbesserungen sind für meinen Vergleich nicht so wichtig. Das hier ist eben kein Review, sondern ich möchte die grundlegenden Unterschiede zwischen den 3 Konzepten herausarbeiten. Im 2. Monat wollte ich das Pixel Fold testen, damit ich den direkten Vergleich zwischen den beiden großen Foldables habe. Außerdem gilt das Galaxy als etwas ausgereifter, also würde mir auch direkt auffallen, falls etwas beim Pixel noch nicht so gut klappt. Für die letzten 4 Wochen wollte ich das Razr 40 Ultra von Motorola nutzen, also von den großen Folds zurück auf ein kleines Flip. So kann ich gucken, ob mir wirklich etwas fehlt oder freue ich mich sogar, endlich wieder ein normaleres Smartphone nutzen zu dürfen. Etwas, was alle faltbaren Smartphones momentan noch gemeinsam haben, ist diese Falte in der Mitte des Displays. Ihr habt mich gefragt, wie sehr stört diese sichtbare Falte im Alltag? Und auch wenn die Leute mich auf die Geräte angesprochen haben, hatten sie zu 90% irgendwas zu diesem Knick zu sagen. Ich habe das die ganze Zeit nicht verstanden, aber irgendwann ist mir aufgefallen, woran das liegt. Für mich als Nutzer, der gerade auf das Display schaut, ist der Strich fast unsichtbar, aber für alle anderen, die von der Seite gucken, ist er das auffälligste am ganzen Gerät. Ich kann natürlich niemandem vorschreiben, wie sehr ihn oder sie das stört, aber ich bin ziemlicher Perfektionist und es geht einfach nicht in meinen Kopf, wie man sich von etwas physisch fast Unvermeidlichem so ablenken lassen kann. Wo etwas gefaltet wird, da gibt es eben einen Knick. Das war bei alten Klapphandys genauso, die hatten da halt nur kein Display. Also ich finde, es gibt viele gute Argumente gegen faltbare Smartphones, aber das ist für mich persönlich keins. Was mich schon eher stört, ist, dass die Geräte nicht so leicht zu öffnen sind, wie man denken mag. Eine Kerbe, wie sie bei Laptops üblich ist, würde bei so flachen Kanten wie von Samsung definitiv helfen. Selbst das Razr konnte ich nicht einhändig öffnen. Bleibt es über längere Zeit verschlossen, macht das Galaxy beim Öffnen übrigens dieses Geräusch. Und damit zu den Geräten selbst. Leuten, denen ich das Galaxy in die Hand gegeben habe, fanden es ziemlich schwer. Im Alltag hat es mich aber nicht gestört. Am auffälligsten ist natürlich diese längliche Form. Zusammen mit dem Fakt, dass es relativ dick ist, ist es nicht optimal für die Hosentasche. Zumindest in Männerhosen sollte es aber passen. Übrigens scheint bei Samsung ein Umdenken stattzufinden. Gerüchten zufolge soll das Galaxy Z Fold 6 ein weniger längliches Seitenverhältnis haben. Ich werde darauf in diesem Video nicht weiter eingehen, eben weil es ein Gerücht ist, aber es spricht doch eine deutliche Sprache. Das Fold 4 ist genau wie sein Nachfolger IPX8 zertifiziert, das heißt offiziell nicht gegen Staub geschützt, aber wasserdicht. Das Galaxy Fold ist schwer, aber das Pixel Fold ist schwerer. 263 gegen 283 Gramm, um genau zu sein. Das Fold 5 ist sogar nochmal 10 Gramm leichter. Dafür ist das Pixel mit 12,1 mm sehr dünn. Das Z Fold ist an der dicksten Stelle 15,8 mm dick. Das flachschießende Fold 5 ist auf 13,4 geschrumpft. Es gibt mittlerweile noch dünnere Folds von Oppo, aber insgesamt war ich mit dem Pixel Fold schon sehr zufrieden. Es passte auch in meine Hosentasche wie ein kompaktes, aber etwas pummeliges Smartphone. Auch das Pixel ist nach IPX8 wasser-, aber nicht staubbeständig. David fragte mich dazu, also ich sehe für mich zumindest die Gefahr oder das Problem, dass ich sehr schnell bei Folds Felsbrocken zwischen das Display bekommen würde. Und die Folgen kann man sich ja denken. Also einen Felsbrocken habe ich nie zwischen das Display bekommen, aber das könnte auch daran liegen, dass ich die Folds die meiste Zeit in einem Waschlappen in meinem Rucksack transportiert habe.
Man muss halt etwas vorsichtiger sein, aber selbst das Z Fold 4 hat trotz dieser kleinen Lücke keine Kratzer aus der Hosentasche davongetragen. Auf dem Pixel habe ich einen kleinen Kratzer, wobei ich wirklich keine Ahnung habe, wovon der sein könnte. Was beim Pixel komisch war, war, dass man es regelrecht gerade biegen musste, damit es komplett flach ist. Ohne Kraftaufwendung war es immer noch um 1 bis 3 Grad gebogen, deswegen war auch die Falte etwas sichtbarer, obwohl man sie weniger spürt als bei Samsung. Insgesamt habe ich mich aber sehr aufs Pixel gefreut, weil es genau meinem Geschmack entspricht. Die Form, das Material und die Anmutung haben meine Erwartungen bestätigt. Zum Razer muss ich erstmal sagen, es ist irgendwie irre, wenn man das originale Razer mal in der Hand hatte, wie weit wir gekommen sind und wie viel Ingenieurskunst zwischen diesen beiden Geräten liegt. Ganz praktisch gesehen ist es mit 180 Gramm so leicht wie ein normales Smartphone und zusammengeklappt eine der immer weniger werdenden Optionen für Leute, die ein kleines Smartphone wollen. In meinem Alltag ist mir aufgefallen, dass die Leute es irgendwie sehr mögen. Ich glaube, weil es nicht so brachial rüberkommt wie die großen faltbaren und etwas weniger nerdig. Manche haben sicher auch nostalgische Erinnerungen an die Formfaktor. Von der reinen Verarbeitung her ist das Razer weniger hochwertig als die anderen beiden, hat dafür aber die unsichtbarste Falte. Mir ist aber aufgefallen, dass das Falten haarfeine Striche hinterlässt. Das Razer hat eine IP52-Zertifizierung, ist also geschützt gegen Staub in schädigender Menge und gegen fallendes Tropfwasser bei Gehäuseneigung von 15 Grad. Also haltet es lieber fern von Wasser. Übrigens konnte ich mir die Farbe leider nicht aussuchen. Das Blaugrau mit Glas statt Kunstleder wäre mir lieber gewesen. Das Magenta sieht zumindest in warmem Licht schön aus. Ich wurde natürlich auch gefragt, wie hoch die Lebenserwartung faltbarer Smartphones ist. Ich konnte das nicht selber testen, aber ich habe mich mit dem Thema befasst. Samsung und Google versprechen, dass man ihre Geräte 200.000 Mal falten kann. Motorola gibt sogar 400.000 Mal an. Ein YouTuber hat das mal überprüft, indem er das Razer in einem stundenlangen Livestream immer und immer wieder gefaltet hat. Nach 44.000 Mal zusammenklappen gab es das erste Problem mit dem Scharnier. Nach 126.000 Mal war das Gerät endgültig kaputt. Da hatte er aber auch schon längst Staub ins Getriebe gestreut. Leider gibt es solche Videos nicht zu allen faltbaren Smartphones. Ich habe aber mal nachgezählt, wie oft am Tag ich mein Galaxy Fold auf- und zuklappe. Und zwar an einem Sonntag, dem Tag in der Woche, an dem ich das Handy am meisten nutze. Es waren 15 Mal. Ich weiß, es klingt wenig, aber es hat sich sogar nach viel angefühlt. Das würde heißen, selbst bei einem Versagen nach 44.000 Mal könnte ich das Gerät 8 Jahre lang nutzen. Hätte ich es doppelt so oft geöffnet, wären das immer noch 4 Jahre. Und gehen wir davon aus, dass man die kleinen Flip-Modelle 50 Mal am Tag öffnet und sie 100.000 Mal aushalten, landen wir immer noch bei 5,5 Jahren. Wenn man also etwas auf seine Geräte aufpasst, sollte das eigentlich kein Problem sein. Die meisten würden wahrscheinlich erwarten, dass ich für das Frontdisplay des Galaxy nur Schlechtes übrig habe. So ist es aber nicht. Tatsächlich habe ich es sehr gerne genutzt, weil das Format besser zu handhaben ist, vor allem mit einer Hand. Apps wie Mastodon oder Twitter habe ich darauf sogar lieber genutzt, weil mehr Posts auf einmal angezeigt werden. Spätestens beim Tippen wird es dann aber doch nervig. Auch nach einem Monat mache ich damit noch viel mehr Fehler als bei normalen Smartphones. Wenn man es wohlwollend formulieren will, dieses Display motiviert einen wirklich dazu, das große Display aufzuklappen. Das Außendisplay des Pixel Fold hingegen ist perfekt. Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der sich ein normales Smartphone in genau dieser Größe wünscht. Es ist sogar etwas breiter als normale Smartphones, was Tippen sogar besser macht. Dieses Display ist so gut für die meisten Aufgaben, dass man manchmal vergisst, dass man das Gerät aufklappen kann. Beim Razer 40 Ultra hat das Außendisplay natürlich eine ganz andere Funktion. Es war das erste Flipphone mit einem so großen Display auf der Außenseite. Ich finde komisch, dass es nicht ganz bis nach oben geht, aber da ist wahrscheinlich der Faltmechanismus im Weg. Cool ist hingegen, wie es selbst die Kameras einschließt. Durch Doppeltippen auf den kleinen Balken können sogar Apps die volle Fläche ausnutzen. Mit 3,6 Zoll ist es übrigens immer noch 0,1 Zoll größer als das erste iPhone, nur eben quadratisch. Was mit der Anzeige alles möglich ist, erfahren wir gleich. Erst einmal eine Frage aus dem Weg. Ist die Bildschirmqualität denn nicht massiv schlechter? Nein. Alle drei getesteten Geräte hatten sehr gute und im Falle Samsungs sogar überdurchschnittliche Displays. Auch die Plastikfolien, die notwendigerweise überall vorinstalliert sind, fühlen sich nicht bedeutend minderwertiger an und ziehen nur etwas mehr Fingerabdrücke an als Glas. Meine Freundin hat das Z Fold gesehen und gefragt, wer braucht dieses Format? Und tatsächlich ist es komisch. Das Seitenverhältnis ist ein krummes 21,6 zu 18, also fast quadratisch. Trotzdem macht die Software einen Unterschied zwischen Hoch- und Querformat. In Gmail zum Beispiel bekomme ich die zweispaltige Ansicht nur, wenn ich das Gerät drehe. Ich finde, bei einem fast quadratischen Display sollte es irgendwie egal sein, wie rum man es hält.
Beim Pixel Fold finde ich das besser gelungen. Mit einem Seitenverhältnis von 6 zu 5 ist es nicht gerade Breitbild, aber es reicht, um Hoch- und Querformat klar voneinander zu unterscheiden. Anders als bei Samsung öffnet das Gerät außerdem im Querformat. So können optimierte Apps sofort schön mit mehreren Spalten angezeigt werden. Und das ist doch etwas, wofür man diese Geräte kauft. Ich habe seltener den Impuls verspürt, es drehen zu wollen. Klappt man das Razer auf, hält man etwas in der Hand, was ein bisschen an ganz alte Memes über immer länger werdende Bildschirme aussieht. Mit einem Seitenverhältnis von 22 zu 9 ist es sogar zu breit für Kinofilme. Für 16 zu 9 Videos ist das definitiv weniger optimal, für textbasierte Dinge wie Chats, News oder Twitter aber durchaus angenehm. Interessant ist vielleicht noch der Vergleich, wie viel man auf all diesen verschiedenen Smartphones sieht. Als normales Smartphone habe ich noch mein Pixel 7 Pro daneben gelegt. Wie man sieht, gewinnt das Razer fast jeden Vergleich, weil moderne Smartphone-Apps einfach auf hohe Displays ausgerichtet sind. Auf Instagram zeigen die beiden großen Geräte nicht mal das ganze Bild an. Bei bildschirmfüllendem Text hingegen ist Samsung klar im Vorteil. Die beiden großen Smartphones in diesem Vergleich wollen kleine Tablets sein und müssen sich deswegen auch in Sachen Software mit dem Goldstandard der Tablets messen, dem iPad. Der größte Unterschied zum iPad ist die Anzahl optimierter Apps, denn Multitasking können alle. Dabei stört mich allerdings im Vergleich zum iPad, dass man die gleiche App nicht mehrfach öffnen kann. Konkretes Beispiel: zwei Notizen nebeneinander. Beim iPad geht das, aber bei keinem der beiden Foldables. Anders als beim iPad wurden mir Websites auch oft in der Smartphone-Version angezeigt und selbst das Erzwingen der Desktop-Ansicht klappte nicht immer. Und eine Kleinigkeit, wenn man auf dem iPad YouTube-Videos mit Untertiteln guckt, dann werden die elegant in dem ohnehin schwarzen Bereich unter dem Video angezeigt. Auf Samsung und Google Fold verdecken sie trotzdem noch das Video. Das Entscheidendste an Samsungs Software fürs Fold ist, dass sie standardmäßig jede App dazu zwingt, im Vollbild angezeigt zu werden. Das führt manchmal zu etwas entstellten Apps, im Großen und Ganzen aber dazu, dass man wirklich das Gefühl hat, ein kleines Tablet zu nutzen. Und man merkt auch, dass sie wollen, dass man Apps im Vollbild nutzt. Denn will man das ändern, muss man jede App einzeln antippen und das ändern. Abgesehen von ein paar Einzelfällen wüsste ich aber auch nicht, warum man das machen sollte, denn man kauft das Gerät ja für das große Display und die Apps sehen meistens auch gut aus. Das Kurioseste bei all dieser Software-Zauberei war diese Begebenheit in Google Maps, als aus 5 möglichen Sternen im Hochformat auf einmal nur noch 3 wurden. Das wurde mittlerweile aber auch behoben. Manche Apps funktionieren nur im Hochformat, aber auch dafür hat Samsung etwas programmiert, um sie ins Querformat zu zwingen. Warum es aber ausgerechnet den Lockscreen noch nicht im Querformat gibt, kann mir glaube ich niemand erklären. Die schönsten Apps für Tablet kommen eigentlich von Google, sie sind fast alle top angepasst. Samsung hat eine absolut irre Menge an Features. Ich wollte erst nicht so detailliert darauf eingehen, aber es wäre auch nicht fair, diese echten Vorteile zu unterschlagen. Daher jetzt eine kurze Auflistung. Grundsätzlich gibt es das Dock, das man durch langes Halten aktivieren und deaktivieren kann. Schiebt man eine App auf eine Seite, öffnet sich die Multi-Window genannte Splitscreen-Ansicht. Das gleiche kann man auch über das sogenannte Seitenpanel erreichen, wobei dieser Streifen nicht nur Apps, sondern verschiedenste Informationen darstellen kann. In der Multi-Window-Ansicht können bis zu 3 Apps angezeigt und im Uhrzeigersinn gedreht werden. Doch damit nicht genug. Darüber könnt ihr noch einige sogenannte Pop-Up-Anzeigen öffnen. Sind die wiederum im Weg, kann man sie in einen kleinen Bereich auf dem Display verbannen. Auch Gesten hat sich Samsung ausgedacht. Streicht man in der Mitte, öffnet sich die geteilte Darstellung. Streicht man von einer der Ecken, verwandelt man eine App in ein Pop-Up. Apps, die eigentlich nicht für Splitscreen entwickelt wurden, kann man in den Einstellungen dazu zwingen. Außerdem kann man die Status- und Navigationsleiste im Splitscreen ausblenden, um wirklich vom ganzen Display Gebrauch zu machen. Das System hat ab und an kleine Ruckler, aber nicht, wenn es drauf ankommt. Das Multitasking ist so flüssig wie auf einem iPad. Nutzt man eine App auf dem kleinen Frontdisplay und entscheidet sich, das Gerät zu öffnen, geht die App nahtlos auf dem großen Display weiter. Das geht auch umgekehrt, auch wenn man das zuerst in den Einstellungen aktivieren muss. Ganz selten, wenn eine App wirklich gar nicht optimiert war, hat dieses hin und her an irgendeiner Stelle gehakt. Ansonsten war diese Kontinuität wirklich klasse. Ein letztes Thema ist der Homescreen. Man hat die Wahl, ob das große Display einfach die Anordnung des Frontdisplays übernehmen soll oder ob man sie voneinander trennen möchte. Beides hat Vor- und Nachteile. Wer die beiden Displays sehr unterschiedlich nutzt, zum Beispiel das Außendisplay nur für 3 simple Dinge und das Innendisplay für alles Wichtige, der sollte sie trennen. Ich wollte aber, dass mein Innendisplay so eine Art Dashboard ist, von dem aus ich jede wichtige App öffnen kann, und mit der Frontdisplay-Spiegelung habe ich einfach die meisten Apps dorthin bekommen.
Und dann sind da noch Dinge, die ich als Extras bezeichnen würde. So bekommt man mit dem Modus Flex-Modus-Panel Maus und Trackpad, als wäre es ein Mini-Laptop. Ich fand es unbenutzbar, aber es hat schon was Süßes an sich. Weitaus praktischer ist da DeX, die Desktop-Umgebung von Samsung, wenn man das Galaxy an einen Monitor anschließt. Auf einmal verwandeln sich Apps in Fenster, was für produktives Arbeiten wirklich praktisch sein kann. Das Pixel Fold hat nicht so einschüchternd viele Funktionen. Das Multitasking erreicht man am besten durch das Dock, das man einfach hochwischen kann. Alternativ kann man auch hier die Übersicht aller Apps nutzen, um zwei Apps in einen Splitscreen zu packen. Man kann ihre Größe verändern und mit einem Doppeltipp in die Mitte die Seiten tauschen. Im Hochformat werden die Apps über statt nebeneinander angezeigt. Man hat deutlich weniger Freiheiten als bei Samsung und das Maximum sind zwei Apps gleichzeitig. Mehr habe ich aber ehrlich gesagt nie gebraucht. Das Format fühlt sich auf jeden Fall natürlicher an, selbst im Vergleich zum Galaxy im Querformat. Anders als dort hat Google Apps aber bisher nicht ins Vollbild gezwungen, was dazu führte, dass man nicht angepasste Apps, zum Beispiel Instagram, zwar nach rechts oder links verschieben konnte, die dunklen Balken wurde man aber nie los. Das ändert sich jetzt aber langsam. Ein Update, Google nennt es Feature Drop, das noch diesen Monat erscheinen soll, bringt das Pixel gleich doppelt näher an den Funktionsumfang von Samsung. Erstens kommt ein experimentelles Feature, mit dem man Apps zwingen kann, den ganzen Bildschirm oder andere Seitenverhältnisse auszunutzen, und zweitens wird die Kontinuität zwischen Außen- und Innendisplay verbessert. Bisher ging das nur in eine Richtung. Öffnet man das Pixel, öffnet sich die App in groß, aber schließt man es, bleibt es einfach aus. Mit dem neuen Update kann man einstellen, dass das auch rückwärts geht. Unflexibel bleibt Google hingegen bei den Homescreens. Das große Display spiegelt immer die Anordnung auf dem Frontdisplay, ob man will oder nicht. Kleiner Themensprung zu den Apps. Googles eigene sind fast alle top angepasst, aber davon profitiert man ja auch bei Samsung. Aber lasst uns ganz kurz wertschätzen, wie schön einige dieser Google-Apps sind. Der Kalender ist mein absolutes Lieblingsbeispiel. Notizen macht toll Gebrauch von den zwei Spalten und auf dem Pixel Fold gab auch die neue Wetteransicht ihr Debüt, die gerade im Dark Mode Eindruck macht. Weniger auffällig, aber top zu benutzen sind Fotos und Files mit den Menüs am linken Rand und Chrome mit den Tabs am oberen Bildrand. Großartig ist auch die zweigeteilte Mitteilungszentrale. Von hier aus hat man wirklich auf einen Blick Kontrolle über alles, sogar über die aktuelle Medienwiedergabe. Nachrichten kommen bequem zu erreichen am rechten Bildrand an. Alles läuft wunderbar rund und wird von schönen Animationen begleitet. An der Einschaltanimation zum Beispiel konnte ich mich einfach nicht satt sehen. Motorola muss mit der Software natürlich ganz andere Dinge lösen. Klar, bei einem so langen bzw. breiten Display ist es komfortabler, auch mal Apps über bzw. nebeneinander zu nutzen. Multitasking ist aber trotzdem nicht das Wichtigste für ein Flipphone. Im Prinzip wurde für die Vorderseite ein eigenes kleines Betriebssystem programmiert, das etwas an Googles System für Smartwatches erinnert. Der Startbildschirm gibt Auskunft über die Uhrzeit, die Temperatur und den Akkustand. Wischt man von oben, kommt man zu den Schnelleinstellungen, tippt man unten links, öffnen sich die Nachrichten. Nach rechts und links wischt man durch das Karussell der sogenannten Bereiche. Standardmäßig hat man Schnellzugriff auf Apps, Kontakte, den Kalender, das Wetter, kleine Minispiele und Spotify. Optional gibt es Google Fit und Google News. Und ja, ihr habt richtig gehört, man kann richtige Apps nutzen. Weil Motorola aber weiß, dass das nicht immer vorteilhaft aussieht, muss man das für jede App einzeln aktivieren. Ich habe es durchaus mal gemacht, um meine To-Dos anzugucken oder schnell auf WhatsApp zu antworten. Das Tippen war definitiv gewöhnungsbedürftig, aber nicht unmöglich. Hat man eine App auf dem Außendisplay geöffnet, öffnet sie sich auch automatisch auf dem Innendisplay, wenn man es aufklappt. Umgekehrt klappt das auch, wenn man es für die App einstellt. Dabei kann man sogar einstellen, dass nach dem Zuklappen gefragt wird, ob man die App wirklich außen fortsetzen möchte. Motorola ist ein kreativer Softwareentwickler. Bekannt sind zum Beispiel die Gesten. Zweimal hacken macht die Taschenlampe an und dreht man das Handgelenk zweimal, öffnet sich die Kamera. Eine kluge und verbindende Idee ist die, dass Leute sich auf dem Frontdisplay sehen können, wenn sie fotografiert werden. Und mit Ready 4 kann auch das Moto Razr zu einem Desktop-Computer werden, an den Maus und Tastatur angeschlossen werden können. Allerdings klappt das kabellos nur mit smarten Monitoren. Mit Kabel geht es nur auf Windows und nur dann, wenn ein bestimmtes Programm installiert ist. Auf diese Weise kann das Handy auch als Webcam benutzt werden. Meine Erfahrung war insgesamt gut, auch weil Motorola zwar viele Funktionen einbaut, Android optisch aber relativ rein belässt. Immer flüssig oder gar so flüssig wie ein Google Pixel lief es aber nicht.
Das Galaxy würde ich unter das Motto Business stellen, worunter ich mir ungefähr diese Ästhetik hier vorstelle. Ich bin auch nur ein einfacher Mann und mit jedem Mal aufklappen habe ich mich kurz etwas wichtiger gefühlt, dicht gefolgt von einem Gefühl der Scham, eben weil ich mich damit wichtiger gefühlt habe. Im Alltag hat es mich dazu animiert, die ein oder andere Mail mehr von unterwegs zu beantworten oder bei interessanten Artikeln nicht erst zu warten, bis ich ihn auf einem größeren Bildschirm lesen konnte. Aber es hat jetzt nicht bahnbrechend geändert, wie ich mein Smartphone nutze. Das liegt sicher auch daran, dass ich nicht genau die Zielgruppe bin. Hätte ich öfter mit Dokumenten oder Excel-Tabellen zu tun, könnte diese Bildschirmgröße ein echter Gamechanger sein. Das Tippen auf dieser Größe war erstmal gewöhnungsbedürftig. Ich dachte, dass ich diese geteilte Tastatur nicht nutzen würde, aber sie hat sich wirklich als die praktischste herausgestellt. Nach einiger Zeit habe ich damit ziemlich schnell und fehlerfrei getippt. Das große Format hat aber auch seine Schattenseite. Wer im Stile eines echten Businessmans seitlich im Bett liegt und am Doomscrollen ist, der kann das Gerät schwer halten. Zugeklappt geht das aber super. Ihr habt sicherlich schon bemerkt, dass ich Samsungs Fold die meiste Zeit in einer Hülle genutzt habe. Das ist das Standing Cover mit S Pen und die beiden Vorteile stecken im Namen. Zum einen hat es einen Stand, womit Videos gucken beim Essen erheblich besser wurde und zum anderen kann man diesen Stand durch eine Halterung für den S Pen austauschen. Der S Pen ist Samsungs Stift, der allerlei Extrafunktionen mitbringt. Mit dieser Hülle wurde das Fold zu einem noch universeller einsetzbaren Tool. Natürlich hat auch der S Pen unzählige Funktionen, wobei ich nur meinen Favoriten mit euch teilen möchte. Überblicken sollte eigentlich eher überfliegen heißen, denn genau dafür ist die Funktion praktisch. Sie versteckt eine App in einer der Ecken, sodass man jederzeit darauf Zugriff hat. Schwebt man dann mit dem Stift darüber, öffnet sie sich und sobald sich der Stift entfernt, schließt sie sich wieder. So kann man zum Beispiel super schnell Informationen von einer Website in eine Notiz kopieren. Was ich vor allem rausfinden wollte, war, ob das Galaxy Fold mit dem Stift für manche Studierende ein echtes Tablet ersetzen könnte. Denn wenn ein Foldable gleichzeitig Smartphone und Tablet ersetzen könnte, würde sich der hohe Preis vielleicht anfangen zu rechnen. Ich selbst studiere mit einem iPad, auf dem ich Texte lese und sie markiere. Und das ging auf dem Galaxy tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Das Schreibgefühl war das eines hochwertigen Kugelschreibers und ja, Schreiben über der Falte ist komisch, aber die kann man ja vermeiden. Für weniger textlastige Studiengänge kann ich diese Kombination also echt noch empfehlen, aber wer den ganzen Tag Notizen oder ellenlange Formeln aufschreibt, wird sich schnell durch die Größe eingeschränkt fühlen. Julius hat sogar gefragt, ob in der Schule ein Tablet plus Smartphone mehr Sinn ergibt als ein Galaxy Fold 3. Und da muss ich sagen, auf jeden Fall. In Tablet-Klassen wird den ganzen Tag auf dieses Gerät geguckt, da reicht kein etwas größeres Smartphone. Das Pixel Fold war für mich der gefühlte Mittelweg. Nicht so businesslike wie das Samsung, aber doch fortgeschrittener als herkömmliche Smartphones. Was ich hier viel öfter genutzt habe, war der Aufstellmodus, um Videos zu gucken. Beim Galaxy war der Bildschirm dann so schmal und das Bild so klein, aber beim Pixel ergibt das Format viel mehr Sinn. Erst ganz zum Schluss habe ich gemerkt, dass es noch praktischer ist, das Gerät aufzustellen wie ein Zelt. So ist es besser ausbalanciert und man hat mehr Kontrolle über den Winkel. Diesen Displaygrößenvergleich gewinnt das Galaxy erst wieder mit der Hülle, mit der ich es aufstellen konnte, wobei ich für Videos immer noch am liebsten zum iPad gegriffen habe. Das Pixel hat keinen Stylus-Support, außer für diese ganz normalen, die jedes Smartphone unterstützt, und kommt damit für niemanden in Frage, der ab und an mal etwas skizzieren, notieren oder markieren möchte. Das Razer ist das einzige Gerät in der Reihe, das Lässigkeit versprüht. Es ist eben nicht da, um Produktivität zu erhöhen, sondern um ein besonders kleiner, smarter Begleiter im Alltag zu sein. Von den Schnellzugriffen auf dem Außendisplay habe ich eigentlich nur Spotify benutzt, aber dort Mitteilungen lesen zu können, hat definitiv geholfen. Sobald ich aber ernsthaft was erledigen wollte, habe ich es immer aufgeklappt. Dieser Formfaktor eignet sich ganz vorzüglich zum Doomscrolling im Bett. Kostenloses Bezahlen, das wäre schön. Kontaktloses Bezahlen funktioniert übrigens zugeklappt, weil der NFC-Chip dafür im unteren Teil des Handys ist. Aber tatsächlich, es ist passiert. Nach 2 Monaten mit großen Klapphandys habe ich mir beim Razer manchmal gewünscht, auf ein größeres Display wechseln zu können. Ich habe mich sogar mit jemandem unterhalten, der vor allem deswegen ein kleines Flipphone nutzt, weil so das Display auf der Innenseite geschützt ist. So jemand freut sich natürlich nicht darüber, dass die Displays auf der Außenseite immer größer werden, aber dafür hat Motorola zum Beispiel das günstigere Razer 40 ohne Ultra und ohne großes Außendisplay im Angebot. Jetzt kommt ihr zu Wort, denn ich habe einen Kommentar bekommen, der mir wirklich zu denken gegeben hat. Mich würden realistische Use Cases interessieren, also nicht ein einfaches Ja, also man kann sich 2 Apps nebeneinander anzeigen lassen, sondern bitte mindestens 3 unterschiedliche Szenarien, in denen man vom Faltdesign profitiert. Und bitte nicht, man kann toll Videos auf dem großen Display gucken oder ähnliches. Szenarien für Studium, Arbeit, Selbstständigkeit etc.
Ich selbst habe gemerkt, dass ich darauf nicht die Antwort geben kann, weil ich nicht die Zielgruppe faltbarer Smartphones bin. Also habe ich euch gefragt. Nutze mein Samsung Fold jeden Tag. Aufklappen, mitschreiben auf dem großen Bildschirm mit dem Stift in der App Nebo. Damit habe ich sofort ein digitales Dokument der Mitschrift. Das spart so viel Zeit. Alle meine Texte habe ich mit dem Fold auch immer so mit dabei, dass ich nur aufklappen muss, um entspannt daraus vortragen zu können. Motorola Razr 40 Ultra, das Format in der Hosentasche vor allem. Ich mag kompakte Smartphones, aber es ist ein Segen, gleichzeitig nicht auf ein riesiges Display verzichten zu müssen. Deswegen aktuell Fold 5 und deswegen nicht das Pixel Fold. Viel zu breit und die Breite ist ausschlaggebend für Kompaktheit, weniger die Höhe. Ich habe längere Zeit schon ein Fold 2. Ich nutze es immer weniger. Ein Galaxy Tab S9 Mini wäre mir lieber. Ich nutze es nur zum Surfen und YouTube schauen. Z Flip 5. Endlich brauchbares Außendisplay, schön kompakt zusammenfaltbar und ich kann für das Auflegen das Telefon zusammenklappen bzw. für das Annehmen aufklappen. Ich mag, dass es in der Tasche kleiner ist, außerdem für Fotos und Videoanrufe aufzustellen. Eingebauter Smartphone-Ständer zum Fotografieren oder Videos schauen. Erstens, Veranstaltungen und Urlaube planen. Buchungsportal rechts, Kalender links. Zweitens, Trainingstagebuch führen. Excel rechts, Tracking-App links. Drittens, Chats. Wenn es in irgendwelchen Gruppenchats Dinge akut zu besprechen gilt, habe ich WhatsApp links offen bzw. den Browser, Twitter, Insta oder so rechts. Viertens, Wi-Fi-Babyphone. Selbes Prinzip wie bei Chats, um morgens oder abends das Kind im Auge zu behalten, wenn es unruhig ist. Fünftens, Shopping. Es ist angenehm, zwei Apps, beispielsweise Zalando und About You, nebeneinander nutzen zu können. Ich finde, Preise lassen sich so einfacher vergleichen. Nutze das Razr 40 Ultra. Abgesehen davon, dass es mir einfach Spaß macht, mein Handy zu falten, liebe ich, dass man das Handy für Fotos aufstellen bzw. Selfies mit der Hauptkamera machen kann. Ich mag auch, besonders unterwegs, dass auf dem Außendisplay Einhandbedienung möglich ist. Den S Pen nutze ich tatsächlich zum Bedienen und zum Schreiben, zum Beispiel Antworten auf Social Media oder auch für Notizen. Bin großer Freund von der Integration ins OS, Screenshots beschriften, Bildausschnitte fertigen, nutze ihn auch bei den Samsung Ultra-Geräten. Apps nebeneinander nutze ich nicht oft, aber gerne, um Bilder per Drag and Drop in Nachrichten zu ziehen und mal was nachlesen, während ich auf Social Media auf etwas antworte. Ehemaliger Fold 3 Nutzer hier. Kein Tablet zu benötigen bzw. immer eines dabei zu haben, war schon toll. Da es ganz viele Apps nicht angepasst sind und gerne Fotos oder Text in Social Media abgeschnitten war, war nicht so toll. Das hat sich ein klein wenig verbessert. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ich selbst habe noch Folgendes notiert. Einmal habe ich einen Text korrigiert, das war wirklich praktisch. Links war der Text, rechts meine Verbesserungswünsche. Ich habe aufgeschnappt, dass Leute gerne Mangas oder Comics darauf lesen. Oben Fußball gucken und darunter chatten ging auch fantastisch. Und sehr professionell fühlte ich mich auch, als ich links Google Maps offen hatte, um rechts im Chat Reiseempfehlungen zu erteilen. Was sind noch so Dinge, die ausschließlich faltbare Smartphones können? Nun, ich habe schon über den Aufstellmodus beim Pixel Fold gesprochen oder über den Modus, der das Galaxy Fold in einen Mini-Laptop verwandelt. Ersteres habe ich selten und letzteres nie benutzt. Viele Vorteile haben mit den Kameras zu tun. Das offensichtlichste, die Handys müssen nirgendwo angelehnt werden, sondern können für Videoanrufe oder Selfies von alleine stehen. Das Pixel hat mit Astrofotografie einen ganz besonderen Verwendungszweck dafür, denn um Sterne zu fotografieren, braucht man normalerweise ein Stativ. Das Pixel Fold ist aber sein eigenes Stativ und liefert solche Ergebnisse. Das Galaxy nutzt die große Bildschirmfläche, um gleich links neben dem Viewfinder die letzten Bilder anzuzeigen. Und für alle Geräte gilt, will man sich aufnehmen und sich dabei sehen, ist der große Vorteil, dass man dafür trotzdem die besten Kameras des Geräts nutzen kann, nämlich die auf der Rückseite. Zu guter Letzt wären dann noch Vorteile, die ich als Lebensgefühl beschreiben würde. Für mich war das zum Beispiel, dass ich mehr Lust hatte, unterwegs zu lesen. Und es hat keinen praktischen Mehrwert, ein Telefonat durch Zuklappen zu beenden, aber Spaß macht es schon. So Leute, ich bin leider etwas erkältet. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr und es ist erträglich, aber ich wollte dieses Video einfach noch gerne vor Weihnachten rausbringen. Leider haben die Kameras auch was mit den Nachteilen zu tun, denn weil die einzelnen Hälften der Geräte stets dünner sind als bei herkömmlichen Smartphones, müssen auch die Kameras etwas kleiner sein. Nehmen wir mal das Pixel. Genau wie das Pixel 7 Pro von Google hat es drei Kameras, eine normale, ein Ultraweitwinkel und ein Fünffach-Tele. Das klingt auf dem Papier erstmal gleich, aber guckt man genauer hin, ist jede Linse einen Ticken schlechter. Die Hauptkamera hat zum Beispiel 48 statt 50 Megapixel, was erstmal egal ist, aber die Pixel sind deutlich kleiner. Immerhin ist die Blende etwas offener. Die Ultraweitwinkelkamera hat 10,8 statt 12 Megapixel, ein kleineres Sichtfeld und kann nicht als Makro verwendet werden. Das Teleobjektiv schließlich hat 10,8 statt 48 Megapixel. Dafür ist die Blende etwas offener und auch die einzelnen Pixel sind größer. Ihr seht, der Teufel steckt im Detail. Trotzdem ist das Pixel eigentlich ein Positivbeispiel, denn obwohl die verbaute Technik etwas hinterherhinkt, ist die Kameraerfahrung nahezu identisch zum 7 Pro, das mir im vergangenen Jahr wirklich hervorragende Fotos beschert hat.
Die Galaxy-Kameras sind gerade für Samsungs Verhältnisse extrem unspektakulär, mit einem Ultraweitwinkel ohne Autofokus und einer dreifachen Telelinse. Die Hauptkamera ist aber wirklich gut. Übrigens hat sich technisch auch beim Z Fold 5 nichts verändert. Das Moto Razr hat immerhin einen Ultraweitwinkel mit Makro- bzw. Autofokus. Das Standardobjektiv hat nur 12 Megapixel, aber eine sehr offene Blende von f1.5 mit großen Pixeln. Trotzdem muss ich sagen, dass mir gerade das Razr echt etwas den Spaß am Fotografieren genommen hat. In meinen 4 Wochen damit sind kaum Fotos entstanden, die mir gefallen haben, aber viele überbelichtete. Ohne Teleobjektiv fühlte ich mich außerdem sehr eingeschränkt in meinem Stil zu fotografieren. Manche denken jetzt vielleicht, dass das Klapphandy von Samsung, das Z Flip, hier die bessere Wahl gewesen wäre, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich Samsungs Software im Generellen und Samsungs Fotoverarbeitung im Speziellen nicht mag. Eine Telekamera hätte das genauso wenig. Insgesamt bewegen sich die Kameras von Foldables also genau eine Stufe unter dem Niveau von Flaggschiff-Smartphones. In Sachen Akku könnte man ähnliche Vermutungen anführen. Die Geräte haben weniger Platz, also werden die Akkus kleiner und die Laufzeiten schlechter. Auch das stimmt erstmal. Das Razr 40 Ultra hat zum Beispiel ganze 1000 mAh weniger als das Moto Edge 40 Pro. Und gerade die großen Foldables müssen ja 3-mal so viel Displayfläche bepowern. Aber wie so oft ist es im Alltag dann weniger drastisch. Ja, die Laufzeiten sind kürzer. Mit dem Samsung kam ich auf bis zu 4,5 Stunden, mit dem Pixel kam ich auf bis zu 4 Stunden und mit dem Motorola auf 3,5 bis 4 Stunden. Ich kam mit jedem Gerät gut durch die Tage und lade eh jede Nacht. Aber ich kann auch verstehen, wenn das jemandem gerade mit Blick auf die Langlebigkeit zu wenig ist. Ein kleiner Punkt, der noch dazu kommt, es gibt weniger Zubehör. Für Fahrradhalterungen zum Beispiel sind Foldables jetzt nicht unbedingt gemacht. Und auch sonst ist die Zielgruppe noch nicht groß genug, als dass jeder Hersteller etwas Passendes anzubieten hat. Die Frage, findest du sie praktischer als normale Smartphones, kann ich nach all diesen Vor- und Nachteilen mit Ja, aber es ist knapp beantworten. Für mich hatten vor allem die großen Smartphones einen Mehrwert. Vor einiger Zeit habe ich gesagt, dass ich mit künftigen Videos mehr Rücksicht auf den Klimawandel nehmen möchte. Ich kann verstehen, dass dieses Video auf den ersten Blick nicht dazu passt. Ich habe über eine halbe Stunde lang über Konsumprodukte geredet und sicher waren auch ein paar Argumente dafür dabei. Aber ich wollte einfach zu diesem Thema etwas sagen und hoffe natürlich, mit diesem Video mehr Leuten geholfen, als der Umwelt geschadet zu haben. Ich versuche, meine Position als YouTuber auszunutzen, um Dinge auszuprobieren, die für Normalverbraucher sehr teuer und eventuell mit Fehlkäufen verbunden wären. Die Frage, wie oft man die Geräte falten kann, haben wir schon abgehakt, als wir über das Design gesprochen haben. In diesem Kapitel spreche ich immer über die Reparierbarkeit der Geräte. Ein Nachteil, der seinen eigenen Unterpunkt verdient hat. Smartphones im Generellen sind schlecht zu reparieren. Das eine mehr, das andere weniger. Nach zahlreichen Videos zum Thema habe ich gelernt, dass faltbare Smartphones da keine große Ausnahme sind. Es ist eigentlich alles okay zu reparieren, bis auf die inneren Displays. Wenn das innere Display kaputt ist, dann wird es entweder sehr kompliziert oder sehr teuer. Oder beides. Bei Samsung zum Beispiel ist das Faltdisplay nicht durch Verbraucher auszutauschen. Den dünnen Displayrahmen abzufriemeln ist eine Last. Generell ist kein Foldable Teil von Samsungs Self-Repair-Service. Ein Displaytausch kostet beim Fold 5 470 Euro. Dagegen ist der Akkutausch mit 82 Euro fast günstig und die Folie ersetzen sie für 20 Euro. Das Pixel Fold sticht vor allem damit hervor, dass Google eine Partnerschaft mit iFixit eingegangen ist. Das heißt, man kommt super einfach an Ersatzteile. Und die dicken Displayränder, die ich bisher nicht angesprochen habe, weil sie mich im Alltag nicht gestört haben, sind besser zu tauschen als bei Samsung. Zum Moto Razr konnte ich leider wenig finden. iFixit verkauft zwar Originalersatzteile für andere Motorola-Smartphones, aber nicht für das Razr. Ich verstehe, dass Motorola als kleinstes Unternehmen dieses Vergleichs auf externe Dienstleister angewiesen ist, aber es wäre schon schön, wenn sie auf ihrer Website zumindest einen groben Überblick über die Preise geben würden. Ein letzter Gedanke: Faltbare Smartphones sind natürlich minimal ressourcenverschwenderischer insofern, als dass sie doppelt so viele Displays haben wie normale Smartphones. Einen ökologischen Vorteil bieten sie wahrscheinlich generell nur, wenn sie zwei Geräte ersetzen. Und das halte ich Stand jetzt eher für unwahrscheinlich. Das Galaxy Fold 5 kostet mindestens 1.900 Euro. Das kaum schlechtere Fold 4 gibt es neu schon für unter 1.200 Euro. Das Pixel Fold startet ebenfalls bei 1.900 Euro und das Moto Razr 40 Ultra bekommt man für 1.200 Euro. Außerdem gibt es einen kleinen Bruder für 900 Euro. Das heißt, große Foldables kosten fast doppelt so viel wie normale Smartphones, kleine Flipphones sind preislich eine Alternative.
Sind faltbare Smartphones also sinnvoll? Die Antwort habe gar nicht ich, sondern meine Zuschauer gegeben. Sie zeigen, diese Geräte bieten einen echten Mehrwert im echten Leben. Aber sie sind nicht für alle. Für mich persönlich hat keines der Geräte grundlegend verändert, wie ich ein Smartphone nutze. Ich habe nicht plötzlich angefangen, darauf Skripte zu schreiben oder es ständig für Selfies aufgestellt. Ich habe einfach nur mehr gelesen und lieber im Internet gesurft. Jetzt freue ich mich, zu meinem Pixel 7 Pro zurückzukehren und die Unkompliziertheit, nichts auf- und zuklappen zu müssen. Das Format meiner Wahl ist das Google Pixel Fold. Es ist die richtige Größe, wenn es geschlossen ist, und eine tolle Größe, wenn man es öffnet. Es hat so ein schönes Design und obwohl Samsung mehr Funktionen bietet, ist der Einklang mit der wunderschönen Google Software für mich unschlagbar. Das Galaxy hat nie aufgehört, seltsam auf mich zu wirken. Als Smartphone hat es ein komisches Format, als Tablet ist es zu quadratisch. Das Razer hat mich so ein wenig gleichgültig zurückgelassen. Gegenüber einem normalen Smartphone hat es keine riesigen Nachteile, aber auch keine riesigen Vorteile. Der größte Nachteil ist für mich die fehlende Telekamera. Toll ist hingegen, dass es eben sehr klein ist und nie aus der Hosentasche fallen wird und man es für Videoanrufe aufstellen kann. Einer von euch hat mich gefragt, lohnt es sich, ein Falthandy zu kaufen, wenn man ein iPhone hat? Das ist eine gute Frage an mich, weil ich ja eigentlich Apple-Nutzer bin und plane, in einem Jahr aufs iPhone 16 umzusteigen. Dieser Test hat an dem Plan nichts verändert. Das heißt, so dumm es klingt, iOS ist mir wichtiger als ein faltbares Smartphone. Und Dominik fragt, ist das faltbare Smartphone nicht eher ein nostalgischer Schritt zurück in die Vergangenheit statt einer neuen, sinnstiftenden Innovation? Faltbare Smartphones spielen mit der Nostalgie alter Klapphandys, aber sie sind kein Schritt zurück. Sie sind ein Schritt nach vorne, aber sicherlich werden in Zukunft nicht alle Smartphones faltbar sein. Aber hört nicht auf mich, hört auf OnePlus und Nothing-Gründer Carl Pei. I don't think it's the thing that's gonna really change the paradigm. Faltbare Smartphones sind beeindruckende Ingenieurskunst, aber sollte euer Interesse geweckt sein, denkt genau drüber nach. Brauche ich das wirklich oder will ich es nur, weil es etwas Neues ist? Lasst euch nicht zu leicht zum Kauf verleiten, sondern macht vorher am besten eine Liste mit der Frage, was könnten wirkliche Nutzungszwecke für euch sein? Denn faltbare Smartphones sind keine Revolution, sondern einfach eine weitere Option auf dem Markt.